Ja, dann versuchen wir jetzt mal Oracle zu retten. Das scheint mir jetzt erstmal am wichtigsten. Durch die Lüfte. Ach, hier fliegen jetzt auch überall solche Drohnen rum. Ich fand die Panzer, die sie vorher angeschleppt haben, schon krass, aber diese Dinger. Keine Chance, dass Batman die. Oh, dasselbe Lager wieder. Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment. Wir beide wissen, dass Angst Theatralik ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh, ich habe das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh, da kommt das Toxin. Ich kann es fast schmecken. Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es dir. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara, ich bin's! Dein Freund. Du kriegst mich nicht. Das lasse ich nicht zu. Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein. Sir, wir müssen uns konzentrieren. Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus sechs Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mittel, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod. Er darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Ehrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Ey, Leute, mir ist so die Kinnlade runtergeklappt, das glaubt ihr jetzt nicht. Ich bin so den Tränen nah. Das ist echt heftig. Also, dass die es echt mit dem Teil jetzt so dicke auftragen. Also, was heißt, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Das ist, ey, die Story ist bahnbrechend für Batman, ey. Das ist echt das krasse Finale. Hier sterben sogar Leute, diesmal. Hier sterben welche. Hauptcharaktere sterben. Wann ist das denn mal Batman passiert? Okay, im Film. Aber hier so, das ist echt heftig. Echt, echt heftig. Puh, das ist krass. Richtig krass. Ich hoffe immer noch, dass das irgendwie nicht echt war. Dass es vielleicht nicht ist. Okay, ich kann da nicht rein. Oder doch? Das Gas ist lieblich. Warum kommst du nicht rein zu mir? Vielleicht können wir ihr Hirn von der Wand schaben und so das Warum herausfinden. Oh nee, nein.
sende ihnen die Koordinaten eines Milizpanzerwagens. Wenn die glauben, die Straßen gehörten ihnen, irren sie. Das geht um mehr als Gott. Es geht darum, was du in Ruhe rauchst. Das ist der Fall. So, jetzt werden hier erstmal ein paar Panzer auseinandergenommen. Jetzt bin ich angry. Wenn du mir weiter folgst, wirst du es bereuen. Hey, wie schnell ist der denn? Alter Falter, Herr Verwalter. Ich bin zu gut für dich, verzieh dich! Ja, ich merke schon, meine Fahrkünste lassen nämlich ziemlich zu wünschen übrig. Ey, der ist echt schnell unterwegs, der Boy. Die Miliz hat wieder einen Lieutenant weniger. So gehört sich das. So, jetzt erstmal aufleveln. Rauchbombe, was haben wir hier? Aha. Ach, sabotiert die Steuerung. Ah, nicht schlecht. Ich habe wie viele Punkte zu verteilen? 18. Wie lange habe ich mich denn nicht aufgelevelt? Oh, die Sunny-Ausrüstung. Zerschießen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Funkgeräte ausschalten, die hatte ich aber bis jetzt noch weniger das Problem mit gehabt. Better Ranks. Bad Suit auf jeden Fall. Was ist das? Ach, der Multi. Das Multi ausschalten kann dann noch bei mehr Leuten gemacht werden. Aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall so zack, mehr im Kampf, mehr Kugeln aushalten. Da macht man nichts verkehrt mit. Schockwelle beim Aufprall. Schick, schick. So, vielleicht noch was am Batmobil pimpen. Was haben wir denn? Verstärkt die Panzerung des Batmobils um 50%. Rein damit. Mit Turbo Burst direkt durch die Panzer krachen. Aber nee, da baller ich die lieber kaputt. Wie schnelles Durchqueren der Stadt. Nee, das brauche ich noch nicht. Was haben wir hier noch? Batmobile Waffen. Gehäuseschaden. Hä? Oder den Kopf? Nee, dann doch lieber Gehäuseschaden. So, bam. So, Batmobile auch. Jetzt sind wir erstmal wieder richtig aufgepimpt. So. Haben wir noch weitere Missionchen? Die muss ich leider finden. Gibt's hier gerade was in der Nähe? Die Miliz kann diese Stadt nicht in Geiselhaft nehmen. Ich werde ihre Sprengsätze finden und Ja, alles klar. Das heißt, da wird nichts. Genau, das sind die Türme.
Riddler, Firefly. Ist Firefly... Firefly hat es auf die Feuerwachen der Stadt abgesehen. Wenn ich dem Rauch folge, finde ich ihn. Aber das war noch in einer anderen Stadt, wo ich noch nicht mit dem Fahrzeug reinkomme. Ja, dann... Obwohl, Riddler war auch in der anderen Stadt, aber machen wir dann erstmal Riddler. Ich bin unterwegs zur Divinity Church. Riddler wird nicht aufgeben, Alfred. Sein Stolz lässt das nicht zu. Sie werden seinen Willen brechen, Sir. Da bin ich mir sicher. Ist es das, was ich glaube? Es ist Batman! Gib du weg! Turbo in der Kurve, nicht gut. Gar nicht gut. Bewachte Panzer patrouillieren die Stadt. Das ist unheimlich. Als würden Roboter die Macht ergreifen. Echt? Weg hier, sonst kriegt er uns. Keine Chance! Hui! Ladebildschirm. Hui! Aber genau da unten steht doch alles voller Panzer. Das wäre mir fast selbst in der Basis passiert. Dann muss ich vielleicht solche Türme erst ausschalten. Ich übernehme den Wachturm an der Penitence Bridge. Sehr wohl, Sir. Diese Festungen verunstalten unsere Skyline. Ist aber ziemlich hässlich. Ihr werdet doch was Neues auf das Alte draufsetzen. Ich wusste ja gar nicht, dass wir es mit einem Architekturkenner zu tun haben. Hey. Zuerst mal auf den Ninja. Buff. Oh, der ist sofort wieder auf dem Bein, der Typ. Jetzt kriegt er erstmal hier die Combo ins Gesicht. Das habe ich nicht mehr geschafft. Anders Fledermaus. Ah, nicht getroffen. Batsch, Doppel. Wo kam der denn? Ich habe gerade irgendwie vom Dach geflogen oder so. Baff. Nichts leichter als das. Ach so, Explosionsgeil, alles klar, ja. Ich habe vorhin eine an die Wand gekettete Leiche gesehen. Diese Stadt ist im Gas besser dran. Überwacht weiter den Himmel, er ist auf dem Weg. Nichtsdestotrotz frage ich mich jetzt immer noch, wie kann ich die Brücken runterlassen? Direkt da unten stehen drei richtig fette Panzer. Aha, was haben wir hier? Alfred, am Amatec-Gebäude befindet sich ein großer Miliz-Checkpoint. Wenn Sie mit ihnen fertig sind, nicht mehr, Sir. Okay, bin ich dahinter etwa vor den Panzerdingern geschützt? Okay, es hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Oh, da ist so ein großer Typ mit so einem Bio-Anzug. Den geben wir jetzt mal schön kombimäßig als erstes. Erledigt. Oh, lol. Packt er mich einfach. Zack, 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 zack. Aua. Kannst du mir nicht einfach eine klatschen. Kann das wagen? Oh.
Oh nein, da wollte ich nicht. Und noch zack. Ja, wer lebt denn hier noch? Was ist Leben? Wer ist denn hier nicht K.O.? Okay. Muss ich hier irgendwas machen? Aha, der. Ah. Oh, hi. Ja, mit dem Panzern da ist es das aber auch nicht das Wahre. Wir greifen Batmans Wagen an. Jedes Mal, wenn er sich wehrt, lernen wir etwas über ihn. So kriegen wir ihn. Oh. Mir egal, was du denkst. Scarecrow ist ein Freak, Mann, und wir hätten den Job nicht annehmen sollen. Was ist los? Hast du Angst, weil du auf amerikanischem Boden arbeitest? Angst, Batman könnte auftauchen? Oder einfach nur Angst vor Scarecrow? Ich bin bereit für Batman und Uncle Sam kam ich kreuzweise nach dieser Farce in der Armee. Aber Scarecrow? Ja, der macht mir Angst. Der spricht so, als wolle er den Weltuntergang heraufbeschwören. Als ich mich meldete, sagte der Neid, es wäre von Bedeutung. Ich sei wichtig. Es gäbe was, wofür es sich lohnt zu kämpfen, aber das? Das kommt mir eher vor wie ein Himmelfahrtskommando. Ja, allerdings. Batman ist hier! Angriff! Oh, lau. Wir sollten ihn aufhalten. Weich dir mal aus. Das wird dich schützen. Komm, Schatz, sag's gut. Bereit für einen Schuss? Ah, shit, 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 shit. Oh, die sind geflogen. Oh, shit. Nein, den Sunny. Nein, nein, nein. Sunny ausgeschaltet. Nein. Oh Mann. Also ich benutze doch gerade diese... Genau hier wirst du ins Grab. Ach, okay. Puh. Das war mal mehr als knapp. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Entschuldigung. Falsche Knopf. Aber ab wann... Der Tod wartet auf dich, du wirst ihm nicht entkommen. Genau. Aber ab wann kann das Batmobil jetzt denn hier rüber? Das würde mich sehr interessieren. Was sieht die Welt wohl, wenn sie dich ansieht, Batman? Den Helden? Den Retter? Oder den Architekten von Gott?
Gottes Untergang. Alter, hier fahren echt ein paar dicke Panzer rum. Anführungszeichen nur ein Heli. Wo hat sich Batman versteckt? Wann kommt unsere Ablösung? Ich will auf Fledermausjagd gehen. Nicht vor morgen, Soldat. Bis dahin bleibt dieser Turm abgeriegelt. Der Knight zeigt uns also monatelang, wie man die Fledermaus töten kann, und wir sollen hier einfach nur warten. Genau so tötet man die Fledermaus, du Idiot. Man überwacht den Himmel, die Straßen, die Dächer, damit er sich nicht bewegen kann, ohne dass auf ihn geschossen wird oder dass er sich anstrengen muss. Die Fledermaus kennt Gotham. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Ja, ist gut. Ich hab nur wieder den falschen Knopf gedrückt. Aber hallo. Ich habe ihn festgebracht. Den gebe ich. So. Nichts leichter als das, mein Freund. Dann haben wir auch schon wieder den nächsten Turm ausgeschaltet. Ich muss mich auf der Insel jetzt mal hier langsam Platz machen, damit ich mich hier freier bewegen kann. Zwei Türme gibt es noch, aber wann zur Hölle wird die andere Brücke runtergelassen? Oh, da hinten sehe ich doch wieder ein paar rote Lichter. Rote Lichter bedeutet. Und schon gehen sich Scarecrow und der Knight an die Gurgel. Weswegen? Dasselbe wie immer. Oh, da ist auch Firefly, aber ohne mein Fahrzeug kann ich den nicht verfolgen. Also, und ich kann auch sowieso das Feuerlöscher nicht aktivieren. Aufgeladen wieder. Wenn er die Miliz zusammenhält, dann ja. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Ach so, ich hab das ja noch nicht. Ah, shit, stimmt, Entschuldigung. Ja, dann schalten wir mal erst die Sendung aus. Was zur Hölle? Nein, seid ihr auf. Aua, shit, shit. Zum Glück macht das Ding keinen großen Schaden scheinbar. Zur Hölle. Nein, ich will zu. Mann. Versuch jetzt nicht zu schlagen. Ist ja gut. So, Sunny endlich ausgeschaltet. Oh.
jetzt geh ja bitte schnell hin. Ach, das Batmobil kann. Halt die Schnauze. Ja, ich hab verstanden. Okay, das Ding, was auch immer, dann schießt halt nicht auf mich. Besser für mich. So, den haben wir auch. Das wüsste ich aber so. Jetzt haben wir wieder 7 Punkte. Meine Freunde, was sagen hier so die Kampfskills eigentlich? Multikulti-Kombo, ja. Komm mal eine so Combo hier rein. Diese ganzen Combo-Dinger. Oh. Voller Combo-Anzeige. Nicht schlecht. So, jetzt noch ein Dach haben wir irgendwo. So, höher. Er ist vermutlich da draußen und beobachtet uns gerade. Soll er doch kommen. Kann ich die Dinge eigentlich auch mit meiner... Nein, Entschuldigung. Ach so, ja. Bevor wir doch... ich bin Batman, ich kann das hier nicht machen. Naja, kann ich nicht, ne? Nö. So ein Turm. Ach, da ist er ja schon. Ha. Das ist modernste Technik, meine Herren. Er wird nicht wissen, was ihn da getroffen hat. Wenn du wüsstest, wo ich bin. Das ist der Wayne Tower? Nein, ich glaube nicht. Das ist Wayne International Plaza. Und was ist das? Ach shit, da hätte ich es gerade machen können. Ich hab's nicht gemacht. Oh. Oder mehr so einen dicken. Nein, daneben. Ich will, dass du dich. Ja, da haut er hier in der Luft rum. Ich möchte gern zu dem mit der Schusswaffe. Danke. Noch einer mit der Schusswaffe. Paff. So, schönes Ding. So, das war der letzte Turm dann auch. Das habe ich schon mal alles. Okay. Ja, als nächstes mache ich dann mal wohl die Hauptmissionchen weiter. Würde ich mal behaupten. Naja, Leute, auf jeden Fall haben wir jetzt hier noch erstmal wieder auf. Danke, dass du wieder redest, mich unterbrichst, wie jedes Mal. Genau, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und es ist echt krasse Scheiße, die wir auch schon in der vorigen Folge erlebt haben. Dass Oracle gestorben ist, ist echt miese Sache. Ich hoffe, dass es irgendwie ein Trick war, dass sie nicht tot ist oder so. Ich hoffe es einfach. Du bist sicher, dass er uns wart. Ja, und auf jeden Fall schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ich, der Sebastian von Gamer Neighbors, Arkham Knight zocke. Haut rein, Leute.